neurologische Erkrankungen sind ja nie gut. Ja? Und trotzdem geht das Leben weiter, weil ich bin kein Typ, der den Kopf ins Sand setzt. Man kann hinfallen, man muss aber auf jeden Fall immer wieder aufstehen. Ja, das ist wichtig, damit das Leben eben auch lebenswert ist. Das Besondere an der neurologischen Rehabilitation ist, dass sie einerseits patientenorientiert ist. Das heißt, wir beziehen den Patienten in unsere Überlegung mit ein. Er sagt, was sein Ziel ist und danach orientiert sich die Therapie. Eine besondere Stärke der Robotik ist die frühe Mobilisation von Patienten und dass wir es mit den Geräten schaffen, sehr viele Schritte in einer Therapieeinheit zurückzulegen. Also die Patienten können bis zu 1000 Schritte in einer halben Stunde zurücklegen, was ohne diese Technologie sicherlich nicht möglich wäre. Natürlich ist es so, wenn der Patient anfängt, sich zu verbessern, vielleicht sogar aus dem Rollstuhl herausbekommt, ja, und wir die Freude und den Erfolg in ihm sehen, das ist der Bonus für uns, den wir kriegen. Wir haben ja auch einen internistischen Oberarzt, das ist auch sehr hilfreich, weil unser Patienten ja neurologische Schwerpunkte, aber im Alter kriegt man ja auch viele internistische Probleme und dann ist es auch sehr gut, jemanden zu haben, die dann ordentlich antworten können. Ja. Eine Stärke unserer Klinik ist, dass wir hier die gesamte Behandlungskette für neurologische Patienten anbieten, von der Intensivmedizin über die neurologische Frührehabilitation zur weiterführenden Rehabilitation und bis zur ambulanten neurologischen Reha durch unser ambulantes Therapiezentrum Auromed. Dort bieten wir Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie auch für ambulante Patienten an. Das ist schon eine privilegierte Gegend hier, um Reha zu machen. Solange es Fortschritte gibt, sollten wir das auch ausnutzen, solange sollte man auch hier sein. Ja, weil mit zu Hause macht man nie so viel wie jetzt hier in so einer Klinik.